So, hallo. Aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen, Mist, ich habe einen Block vergessen. Hat's nicht aufgenommen. Na, hol ich später. Ja, Horde leider vorbei. Es war etwas mehr los. Ihr könnt den Schaden hier sehen. Ein paar Cops hochgegangen, wollten einfach nicht sterben. Andere wollten dafür sehr schnell sterben. Hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, hat bis 2 Uhr nachts gedauert. Gab auch einige schöne Bücher, ein paar schöne wertvolle Sachen. Das hier sind so die Reste, die noch hier rumliegen. Ja, werde also erstmal hier hübsch reparieren. Eisen werde ich mir wohl auch mitbringen müssen. Weil die Cops hier ein bisschen gegen die Teile gespuckt haben. Ja, damit ist das Eisen auch schon aus. Werde ich dann machen, wenn ich mir die heißt's? Hier den Rebar Frame und das noch hole. Außerdem hatte ich mir dann vorgenommen, hier unten die Sachen mit Stahl zu verstärken, damit das die unteren drei Reihen zumindest etwas besser geschützt sind. Oben haben sie ja nicht so viel abbekommen, von daher sollten die unteren drei lang. Hier natürlich auch die inneren Blöcke, ansonsten nur die Platten außen. Ich habe jetzt keine Lust, das nochmal alles wegzuhauen. Hier könnte ich es natürlich auch direkt innen machen. Aber ansonsten hat es sich weiterhin bewährt, weil selbst das hier ist ohne die Woodframes da drin stehen geblieben. Oh, eine verteilte Wanderhorde. Ja, habt ihr doch zumindest ein bisschen was von der Horde. Oh, ein schwarzer Footballhelm. Komm her, ich liebe mich. Danke. Danke. Dankeschön. Genau, leg dich nieder. Wir müssen reden. Und auch dir danke fürs Geld, das du mir mitbringst. Dir nicht danke, du hattest nichts. Dir auch nicht. Und hast du Munition für mich? Sei brav, hab Munition für mich. Hab gut 3, ja, ne, nicht 300, 250 Schuss verballert. An der Horde, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das Gewehr, das ich mir gebaut hatte, ein 500er, das ist auch fast weg. Macht zwar kaum mehr Schaden als die anderen, das liegt aber daran, dass kein gescheiter Receiver drin ist. So, weg damit. Na jo. Dann werde ich wohl weiterbauen. Da drüben hat er sich auch noch ein bisschen was verändert. Das werde ich euch dann zeigen und dann auch nochmal drüber berichten. Und dann hätten wir das an dieser Stelle erstmal. Ja, nicht recycelt. Und er ist grün, nicht schwarz. Schade. Jo, einmal so. Dankeschön.
Dann bis gleich drüben. So, das ist das andere, was passiert ist, letzte Folge. Wir haben das hier oben ganz zugemacht. Also, letzte Folge, die ich nicht aufgenommen habe. Hahaha. Zu doof, den Knopf richtig zu drücken. Ich mache das Ganze hier oben mit Wood einfach zu. Das lässt sich schnell weghauen. Und sie bleiben hier nicht in den kleinen Kanten hängen. Das andere, ich baue meine Tiefgarageneinfahrt nochmal weiter um. Auch nicht besonders spannend. Das ist halt schade um die Horde. Aber kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Und gut, ich könnte die Zeit zurücksetzen und sie nochmal machen, aber ehrlich, das kommt mir irgendwie dann wie bescheißen vor. Muss jetzt auch nicht sein. Dafür können wir jetzt hier mal sagen. Scheiß drauf. Lass mal laufen. Komm her. So. Das war jetzt auch nicht auf mir. Aber essen und trinken könnte ich eine Runde. Skillpoint-mäßig nach der Horde. Ich meine, ihr seht, der Counter ist hier dann doch ganz gut gestiegen. Noch ein paar mehr Skillpunkte geworden. Das heißt, ich könnte jetzt auch mal die letzten beiden. Bohammas. Helfen hat. Hiervon skillen. Nur um sicher zu sein, dass mir nicht auszusehen da auch noch was flöten geht. So, dann haben wir hier den Umbau. So soll es dann aussehen. Ich werde irgendwann sicherlich auch auf das andere treffen. Das hier wird je nachdem, weil ich hier Aufzüge reinmache, dann auf die verschiedenen Etagen. Die vorne kommen also weg, dann habe ich es auch nicht da mittendrin. Wird dann gebaut, deshalb kann hier natürlich auch ein Teil weiter offen bleiben. Und in die andere Richtung wird das später ja auch noch gehen. Momentan sind wir jetzt erstmal damit am Tun und Machen, damit wir eine zumindest fertig bekommen. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wobei ich zugeben muss, dass mit der Horde, das ärgert mich doch extrem. Das war die erste, die mir richtig was getaugt hat. Anderer Punkt, was wir auch erledigt haben, was natürlich jetzt auch nicht mehr drin ist. Wir haben uns die Stahlrüstung gecraftet. Dementsprechend gut sieht unsere Verteidigung halt mittlerweile aus. Ja. Lauter so Punkte. Ja, wir werden uns gleich mal den Screamer da draußen kümmern. Vielleicht sind sie auch mehr. Mein Nord ist ja auch lang gelatscht. Erst möchte ich allerdings das hier noch entsprechend fertig haben. Das ist ja nicht mehr viel. Aufgefüllt ist jetzt auch alles. Bis hier runter, also wunderbar. Ja, sie meint jetzt ein bisschen da hinten gegen Beton kloppen zu müssen. Aber es ist Beton, es hält eine Weile. Na, Zeit sich mit Screamer und Wanderhorde zu beschäftigen.
Zweisens. Können natürlich jederzeit eine weitere auftauchen. Gut, die beiden sind zumindest mal erledigt. Nein, nicht ganz, jetzt schon. Ich mag keinen Nebel. Schauen wir mal, wie viel wir hiervon schon direkt verstärken können. Hält dann zwar natürlich weniger aus, aber solange es tagsüber ist, kann man auch schnell genug rausgehen. Ja, wenn wir 1000 recht gut gekommen, dann wird das hier auch nicht viel mehr brauchen. Halt, nein, wir gehen hinten rum rein. Wir sollten ja dann den Eingang auch zumachen. Wie ich jedes Mal dran vorbeirenne. In dem Fall zum Glück nicht. Okay. Ich fass es nicht. Ein Kopf von der Screamerin. Ferales scheint nicht so. Und da oben ein Geier. Da krabbelt was und da ist ein Dicker. Ja, hauen wir mal die auch mal weg.
Gaia, hier bin ich. Gaia Sturzflug. Hehe, hättest du gedacht, hä? Genauso viel wie das Messer. Ja, so langsam trocknet es hier schön. Sieht doch gut aus. Drin war ich auch schon an Werken. Dementsprechend trocknet es da auch. Das heißt, hier wird dann auch bald zugemacht. Das habe ich ja schon alles, genau. Die sollen, werde ich dann wahrscheinlich nochmal ersetzen. Aber wenn wir die hier auch mal machen. Ja, dann machen wir von unten. Nicht mehr genug Beton. Okay. Das ist kein Thema. Alles kein Thema. Überall genug Beton. Mach mal direkt hier. Da muss es dann auch auf Stahl später. Aber das sollte weniger das Problem sein. So. Dann können wir anfangen, die Poles herzustellen. Und hier werde ich dann noch außerdem Platten an die Seiten anbringen. Einfach um die Stabilität zu wahren. Später. Falls mal eine der Säulen zu Bruch gehen sollte. Drei mal sechs sind 18, mal vier sind 40, 72. Drei lassen wir momentan weg. Reicht das erstmal. Die nochmal. So, fahren wir dann nach Hause, Generatoren und so Zeug in Auftrag geben und schauen, was wir da an Material für brauchen. Und mein übliches Hui! Nicht ganz so gut, weil abgerutscht.
dass wir so langsam die Falle da aufbauen können. Na klar, Stahl verstärkt werden muss alles dann sowieso noch. Hui, es schneit. Hübsch. So, wie sieht's dann aus? Science ist hoch genug für die Sachen, die ich haben will. In der Kategorie Science, Millitraps. Blade Traps, sehr schön. Switches and Triggers. Switch Trip Wire. Trigger Plate, Electric Timer Relay, Trigger Plate, Motion Sensor. Ja, den Motion Sensor werde ich auf jeden Fall brauchen. Das kostet mich 18 Punkte. Die Generatorbank kostet mich 5, die brauche ich auf alle Fälle. Electric Basics habe ich auf 20, das passt. Also werde ich das Ding hier noch brauchen. So. Ja, Range Traps kommt dann später. Die brauche ich für die Türen. Das ist Dart. Shotgun. Auto Turret. Das sind 30 Punkte. Ja, 3 Level. Guck mal doch mal. Dam, 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 dam. So. Motion Sensor. Brauche ich erstmal 2. Gut. Laufen. Dann brauche ich Relays. Auf jeden Fall. Und zwar ganz normale Wire Relays. Davon nehmen wir mal 10 Stück. Dann brauche ich Blade Traps. Dafür fehlt mir Steel, da brauche ich 8 Stück. Ansonsten passt das noch, was ich habe. Den Hammer gleich, den Steel. So, neben den Blade Traps brauche ich noch die Fire Traps. Das sind 16 Stück insgesamt. Da ist 87, 904 und Cooking Grills brauchen wir dafür. 16 Stück. Okay. Aber ich glaube, ich lasse es bei 4 Fire Traps einfach nur in der Mitte, die dann während der Horde angeschaltet werden. Und ansonsten einfach, dass sie angezündet werden, wenn sie reinkommen. Sollte passen. So, Repair. Sehr schön. Ja, dann können wir die erstmal zurücklegen. Stahlauftrag. Dass wir die Feuerzeugs hinterher schicken können. Das ist für die Stahlproduktion später. Da haben wir mal so einen raus. Aber eine Crucible dann noch, genau.
Beziehungsweise nein, ich kann auch einfach Forged Iron nur hier herstellen und Stahl dann in der anderen. Was tun wir für die Feier? Cooking Grills, genau. Die laufen dann hier noch rüber. Und 8, das heißt hier 32 Stahl und 4 Cooking Grills und 20 Gas. Gas ist hier. Ich lasse es darum bei den 4 Fire Traps. Zu viele Effekte, gleich leck. Motoren werden wir brauchen. Und Benzin werden wir auch brauchen. Mal rübergehen. Sehr dumm. Stärkste Motor ist der hier, so. Dass ich das hier wieder aufheben kann. Wie viel fasst die Engine? 1160. Muss man so machen. Klar können wir einen 600er Motor jetzt noch machen, aber wollen erst schauen, was wir drüben brauchen, wie wir es brauchen. Umbauen können wir später immer noch. Nägel wollte ich mitnehmen. Ich wollte drüben Werkbänke herstellen. Hinstellen. Und herstellen, ja. Nehmen wir einfach mal mit. Ach komm. So. So. So, lassen wir noch ein paar hier. Genau. Wir nehmen auch hier jeweils die Hälfte mit, damit wir das Zeug schon mal drüben haben. Ne, da nicht. Da. Genauso hier. Da ist ja noch Eisen. Dann nehmen wir auch die Hälfte mit. So. Die können wir auch schon mitnehmen. So, Fire Trap. Cooking Grill fehlt noch viermal. Ich sollte den Stahl auch aus der Schmiede nehmen, sonst bringt das alles nichts. Und die Cooking Grills genauso. Oh Mann.
Sehr geschickt stelle ich mich heute wieder an. Ah. Zement. Komm her. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werde ich dann die Falle direkt aufbauen. Und oben alles wegmachen, dass die dann auch reinhopseln können. Ja, bin gespannt, wie es läuft. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Schön, dass ihr da wart. Lasst mir was da, wenn ihr wollt. Servus und Baba.